Hallihallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wieder zusammen mit dem Nordic. Ja, guten Tag. Oh, das ist ein Wölfchen. So, hast du was aus der Truhe schon mitgenommen oder hast du alles dagelassen? Nö, ich habe eigentlich eher dagelassen. Okay, ja, würde ich auch sagen. Das können wir immer noch holen. Ach, ich bin so lahm. Ist ja echt ein fieses Wetter. Ja, bescheidenes Wetter ist das, richtig bescheiden. Da wird es ein bisschen schwieriger mit, ein Crackerbook zu suchen. Ja gut, wenn man das Lämpchen anmacht vom Minibike, dann sollte es eigentlich noch gehen. Ja, aber es wird auch schon wieder besser. Müssen wir erstmal ein bisschen Benzin tanken hier. Ich würde mich doch mal, ich würde mal ausmüllen. Kettensäge. Aber da brauchen wir nicht so viel für. Außer Motorwerkzeugteile. Mist. Alles reinschmeißen. Hier haben wir so ein Militärbunker-Dings. Eine Anlage. Da können wir auch rein. Ja. Hier möchte ich auch mal gerade rein. Stimmt, jetzt sprinten die Zombies. Die werden gleich sprinten, ja. Kommt der Wolf jetzt mit? Ach, der ist ein Berglöwe. Wolf. Dann hätte er sich nicht ein bisschen früher zeigen können, hätte ihn auch noch gleich weggeschrubbt. Sauerei. Was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Geräusch? Ein Dicker. Und es wird duster. Nachtwanderung. Oh ja. Wo denn? Oh, hatte mich noch erwischt. Ist so. Jetzt bist du. Achso, ja. Ich schau mal, ob ich hier vielleicht was finde. Ja, okay. Dann fahr ich noch ein bisschen rum und schau mal, ob ich vielleicht doch mal ein Cracked Book finde. Ja, ich bin nur reingesprungen, vielleicht um Bücherregale zu finden. Aber da hier nichts ist, komme ich auch wieder raus. Ich denke mal, dass hier auch gar nichts sein wird, weil ich bin, glaube ich, schon überall hier mal rumgefahren. Okay. Moin. Ah ja. Das war auch sehr, sehr bescheiden hier. Dann geht's mich auch nochmal irgendwie weiter. Auch weiter, ne? Scheint noch irgendwie ein Stückchen Stadt zu sein. Oder auch nicht. Ich höre die Straße nicht auf. Toll, jetzt ist das Wetter schon wieder schlechter. Ja, muss April sein. Ja, und irgendwie sowas. Nicht. Da vorne steht ein Hirschi. Gar nicht wahr, dass es nur ein Zombie, der nach oben gesprungen ist. Die fangen schon Psychospielchen an. Ja, also bei dem Wetter hier sieht man das auch nicht so wirklich gut. Aber es sah wirklich gerade so aus, so arm nach oben gerissen, das sah schon nach einem Geweih aus irgendwie. Deswegen dachte ich, das wäre ein Hirschi, aber nix Hirschi. Ach, hier bin ich wieder. Ja, ich wollte mal gucken, was hier oben noch ist, weil hier irgendwie die Straße weitergeht. Ach, hier. Da, wo ich jetzt drauf zufahre, da ist auch noch eine Quest. Okay. Wird wahrscheinlich hier dran sein, oder? Ich fahre dir einfach mal gerade hinterher. Ui, 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 ui. Ja. So, da hinten leuchtet ein Motorrad. Richtig. Ja,
Oh, bin hier ist Schluss. Ja, ja, deswegen habe ich eine Notbremsung gemacht. So ein paar interessante Zombies drin. Die jetzt aufgewacht sind gerade. Oh ja. Und jetzt wieder schlafen gegangen sind. Wechsel doch auf die Pistole. So. Hier drin, ja, ne? Da kamen sie gerade raus. Oh. Noch weg. Ah, hier ist Missing. Missing nehmen wir immer mit. Mhm. Oh, ist das vielleicht auch Missing hier? Manchmal ist es Missing, manchmal nicht. Ja, es ist Missing. Sehr gut. Die. 24 Messing immerhin. Wo könnte denn hier noch was kommen? Also hier oben auf jeden Fall nicht mehr. Was hier? Achso, was hier noch kommen könnte, ja, weiß ich nicht. Höchstens, wenn wir hier Richtung Süden fahren. Ja, die Straße wieder zurück, meinst du, ne? Ja, vielleicht sogar querfeldein. Aber ich fahre mal hinterher. Ja, fahren wir erstmal die Straße zurück, das ist sicherer. Okay, ich schau mal gerade auf die Karte. Ja doch, da könnte man geradeaus vielleicht fahren, unten. Ich weiß aber nicht, ob es da... Ja, sag ich ja. Die Straße zurück bis zum X da quasi und dann... Also dann da drunter eben die Straße. Mal bei der Straße weiter folgen. Mhm. Vielleicht kommen wir da ja noch auf eine Stadt oder auf Cracker Book oder irgend so ein Blödsinn. Das wäre schon schön. Oder irgendwie eine Universität oder irgend so ein Blödsinn wäre auch mal schick. Ja, hier war auch so ein großes Gebäude. Ich weiß aber nicht, ob es eine Uni war. Hm. Ja, meistens sind die eher lang und flach. Mhm. Ich glaube, so diese alte Universität, wie seines, ja, zu seiner Zeit hier bei Neverscan gibt es sie, glaube ich, nicht mehr so. Okay. Weiß ich aber auch gar nicht, ob es die so groß gibt. Da kommt schon mal ein Haus. Aber es könnte auch vielleicht nur eins sein. Sieht zumindest so aus. Das ist nur ein Standardhaus, ja. Führen die uns hin, die Straße? War relativ parallel sogar. Ja, noch. Uhu. Er fühlt sich auch verarscht. Ja, kann ich auch verstehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du hast ihn umgefahren, ich bin nochmal über den Fuß gefahren, damit er schön erstmal liegen bleibt. Haben wir denn... Achso, das ist so ein Schrottplatz? Nee. Earls. Ja, würde ich hier rechts fahren. Ja. Oh, richtig umgedriftet. Bin auf hier noch ausgerutscht. Auf eine Bananenschale. Seven Days Kart hier, nicht Mario Kart. Ja. Da bin ich auf jeden Fall in einer besseren Position. Ah. So, ich muss gleich mal tanken. Okay. Dann halte ich mal Wache gleich. Mhm. Oh, Berglöwe. Hier ist vielleicht gerade blöd, ja. Hier ist vielleicht blöd zum Anhalten. Oh, hier kommt eine Stadt. Sehr schön. Oh, oder, das könnte tatsächlich ein sehr Schule großes, sein hier. Sehr großes Gebäude. Was steht denn da? Neverscan Survivors. Ja, dann würde es eine Schule sein wahrscheinlich. So ein Gebäude war aber auch in der Stadt. Okay. Wollen wir da mal reingehen? Ja. Dann würde ich ausmachen. Aber auf jeden Fall mal gerade Benzin besorgen, so ein bisschen. Ich habe zwar welches dabei, aber... Zum Ausgleich wieder, dass wir hier nicht verfahren und kein Neues machen.
Ich guck mal eben, ob ich noch ein bisschen Platz habe. Anscheinend nicht mehr, weil so viel Platz habe ich nämlich nicht mehr hier. Das... Hallo? Ja gut, wir können ja eine Kiste machen. Ja. War doch Holz da, ich habe zwar auch noch was da, aber... Nicht reparieren! Oh, da kommt links, glaube ich, ein Zombie von dir. Hinter dir. Aber der kommt nicht angesprintet. Ja, der kommt nicht gesprintet. Nee, lass ihn auch noch in Ruhe. Ich will sie ja nicht aufschrecken. Motorwerkzeugsteile und eine Batterie habe ich bekommen. Stufe 6. Okay. Wie die Autos manchmal hier hochspringen, das ist komisch. So. Brauchen wir eigentlich Kaffee oder soll ich Kaffee wegschmeißen, die Kaffeebohnen? Kaffeebohnen habe ich jetzt immer weggeschmissen. Gut. Weiß ich, das Rezept für Maisbrot schmeiße ich auch mal weg. Das bringt nur 40. Okay, jetzt habe ich natürlich noch zwei AKs hier drin, aber ich habe dafür keinen Platz mehr. Ach, da habe ich... Oh Gott, ey, ich habe die Federn halt die ganze Zeit übersehen. Die nehmen wir mal mit. Weil noch besser wären die hier. Dann nehme ich den Mod da raus. Ich habe noch ein oder zwei Mods für dich. Ich weiß nicht, ob du noch mit Nahkampf spielst. Aber, Kommt drauf an, was für Nahkampf. Also Stacheldraht-Mod. Genau, den hast du mir mal gegeben. Und ich habe hier noch einen drin. Ja gut, der bringt mir natürlich nur was mit einem vernünftigen Knüppel dann auch. Oder mit Baseballschläger. Ja, und hier. Gewöhnliche bunte Wunde zu verursachen. So, das ist die Stachel. Ach Mist, hast du die Kiste markiert, wo wir zuletzt waren? Ja. Die habe ich auch geteilt bei dir. Okay, gut. Du eigentlich haben. Dann markiere ich hier auch mal gerade. Einfach mal als Kiste. Dann kann ich mich erstmal da reinmüllen gleich. Genau. Ganz kurz. Noch gerade warten. Jetzt. So, was können wir denn noch schon reinschmeißen? Reinschmeißen habe ich gar nicht. Was vielleicht? Ich komme mal mit rein. Ich habe schon mal ein bisschen losgelegt. Ich glaube, das mache ich auch mal gerade. Kann ich am besten das mal alles platt machen, wa? Und dann gucken. Genau. Da kommt auch schon ein Schneezombie. Das wird der von draußen gerade gewesen, den du gesehen hast. Genau. Und hier dran? Hallo? Ja, das ist auf jeden Fall eine Schule. Da kommen raus, Zombies. Dann gehe ich hier auf die Seite. Safe. Und wenn ich schon hier bin. Was ist denn hier los? Das sieht ja auf Distanz im Flur runter, sieht das echt merkwürdig aus mit dem Schnee. Ja. Ach, okay. Hab ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Hier jemand dran? Das ist dieses Hintergrundschneiden irgendwie. Oh. Autschi. Da gräbt sich noch einer durch irgendwo bei dir. Kriegt er gar nichts mehr. Sehr schön. Einmal niederschießen und dann schön mit Knüppel. Ja, stimmt. Gut.
ob hier noch jemand drin ist. Das ist... Achso, ja, gut, klar. Das macht Sinn. Ah, hier ist aber auch nix. Also bis jetzt habe ich leider noch kein Bücherregal gefunden. Ja, überhaupt was Vernünftiges zum Looten habe ich noch nicht. Nee. Hä? Was habe ich denn da jetzt weggeschlagen? Und hier rausschmeißen. Und weiter geht's. Bauplan für eine Dreifach-Speicherungsmod. Kennst du die schon? Speicherungs? Ja, das sind diese Dreiertaschen, so, ne? Hm. Ich glaube nicht. Ja, wie heißen die? Heißen die wirklich Speicherungs? Ach, krass. Ja, ja. Nee, kann ich noch nicht. Ja, gebe ich dir gleich. Jo. Jo. Das ist recht verhalten hier drin. Ich hätte eigentlich mit mehr Ansturm gerechnet. Ja. Aber gut, können wir jetzt auch nicht beschweren. Nö. Bauplan für Motorradlenker. Sehr schön. Kommen wir da Sachen näher. Und da ist auch jemand. Hallo. Beide! Oh, hier ist auch einer. Wechseln wir mal entspannt die Waffe gerade. Ja. Da drüben warst du da schon, ne? Genau. Ey. Wir brauchen einen Bauplan für dich, für Pilze. Bauplan für Pilze? Ja. Yep. Achso, warte mal, kann ich dir gleich den Krams geben? Bauplan für Pilze nutzen. Oh. Dann schauen wir nach oben. Hier unten sind wir durch, ne? Wie sollten wir eigentlich, ja? Ui. Oh, doch nicht so schnell. Scheiße. Auch nix. Nee. So, und das nächste Areal clearen. Ja. Und drinne. Eine hier. Oh. Na gut. Dann bist du jetzt fertig. Oh, hier geht's ums Dach rauf. Meine hier gibt's so ein bisschen was Leckeres zu finden. Hallo, ist hier jemand? Das war ein Kill. Oh, 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 oh. Hey, hey, Mutti. Deine Pfoten weg. Klingt gar nicht gut. Bist du am Bluten? Ja, bin ich. Ja, Mutti hat von hinten angegriffen, die habe ich nicht gesehen. Die muss wohl hier irgendwo aufgestanden sein. Ja, ich habe einen Bauplan gefunden für Dynamit. Oh shit.
voll. Ach ja. Der pralle Knall hier. Fisch drin. Oh, sind überall nur Dosen drin. Dosen oder in unser Kram. Ich muss echt mal wieder auf Lootglück so ein bisschen skillen, weil das... Ja. Das motiviert hier nicht wirklich. Oh, war das gerade ein Feraler? Gehört hab. Soll auch ein Schneezombie gewesen sein. Kann ihn mal schlecht auseinanderhalten. Naja, manchmal ist das schwierig. Da bist du auf der anderen Seite. Guten Tag. Ach, hier ist doch Schneezombie. Hab ich doch richtig gehört. Na, fall doch mal um jetzt. Gut. Nischt, 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 nischt. Nischt, noch mehr nischt. Library, ah, warte mal, Library. Oh. Drüben. Ganz schnell. Wir haben die falsche Seite. Dann gehen wir einen Schritt weiter. So, dann gucken wir mal. Leer, 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 leer. Sehr gut. Bauplan. Dann sollten wir Gas geben. Ja. Hast schon alles weggelootet? Das gibt's ja nicht. Oh, da kommt er schon. Oh ja. So, Ödlandschätze und ein Bauplan-Sichtbereich 8x Mod. Warum auch immer das in der Schule ist? Laser-Zielhilfe habe ich gefunden. Mhm. Und Magnum-Vollstrecker. Haben wir schon die Hand? Und muss ein 5% besseres Geschäft. Oh ja, gut. Bewegen das. Papier schmeißen wir mal raus, oder? Was? Papier. Ja, für Shotgun-Shells nehme ich es immer ganz gerne mit. Ich kann dir das gerne geben. Ich kann es halt 113. Ja. Das ist halt nur 113. Wo bist denn du? Ich bin gerade einen Raum weitergegangen. Ja. Dann noch ein paar Sachen scrappen. Also, ja, gut, habe ich wieder mal übersehen. Das mag ich gerne. Wie immer erstmal niederschießen und den letzten Schlag mit dem Knüppel. Gut, haben wir auch. Ja, ich glaube, wir sind durch. Mehrere Zombies wohl. Hallo, ich bin hier. Hallo. Ja. Moin. Jetzt habe ich voll auf dich geschossen. Glück haben wir Team. Ja. So. Waren wahrscheinlich schon überall. Ja. Ja, war jetzt auch nicht so. Zeit für den Abriss. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen hier. Denkst du, das ist hier eine Bildungsstätte, da müsstest du eigentlich mehr Bücher finden, aber... Ja. Das spricht nur für das Schulsystem. Oder dagegen, besser gesagt. Jo, willst du dir alles einreißen lassen wieder? Oder wie? Einstürzen lassen? Ich versuch's gerade. Na gut, ist auch sogar nur Holz. Na gut. Ja, deswegen. In der Mitte könnte das hier klappen. Ja, es hätte aber schon doch. Schade. Ein bisschen. Nur das Glas. Vielleicht noch, wenn wir da hinten die Säulen noch wegklappen, genau. Richtig. Vielleicht die Seite nochmal.
Ja. Als kleines Merkmal, dass wir schon mal hier gewesen sind. Achso, da ist das schon alles weggekloppt. Boah, stabil. Oh, da schützt schon ein bisschen mehr ein, wenn ich hier die Wände mache. Oh, wenn das hier noch weg ist, dann sieht das schon mal gut aus. Ja, die Decke ist sehr stabil. Muss man sagen, dafür, dass es eigentlich nur Holz ist. Ja. Aber hier eignet sich das dann gut mit der Steinspitzhacke. Ich kann mit einem Schlag das alles runter machen und dann später mit der Steine durch. Ja, außen ist auch Stein. Außen ist Stein und innen. Rotz. Fuck. 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 Dass wir hier gleich noch verrecken und uns die ganze Scheiße auf den Kopf fällt hier. Ja, das wird noch fehlen. Oh, es fällt ein bisschen was. Ja, so vereinzelte Blöcke. Immerhin. Ja, oh jetzt, oh jetzt, oh jetzt, oh jetzt. Wahrscheinlich rechnet er noch ein bisschen, oder nicht? Ne? Ja gut, das ist auch Stein hier oben. Mhm. Ich dachte, das vielleicht auch aus Holz ist, wegen Gewicht und so, aber naja. Wie, das meinst du, war Stein, ne? Genau. Auch gar nicht so wenig. Von der Haltbarkeit her. Nee, eben 2,5, also. Ja. Oh, hier fällt aber schon mal ein bisschen was. Oh, so ein kleines Abschiedseinstürzen hier. Ja. Dafür, dass wir nichts bekommen haben, also nichts Tolles bekommen haben. Genau, das ist einfach die Rache. Gucken, ob wir, wenn ich das, ob das noch am Regal hält hier vielleicht. Sowas kann auch immer sein. Da doch hier mal die Tür zahlen, die muss auch weg. Oh, wir haben schon wieder Tag. Das war ja doch verhältnismäßig entspannt. Also ich hätte ja gedacht, so bei der Schule, da ist vielleicht ein bisschen mehr los, aber... Mhm. Nö. Oh, da fallen wieder ein paar Sachen rein. Und es wird immer mehr. Na gut, weil jetzt hier die ganzen Sachen. Genau. Ja, auch gut. Naja, ich denke mal, auf der Seite haben wir tatsächlich Probleme, ja, weil da Stein hinter ist. Na, ah, Mist. Da kommen wir nicht hinter. Ach, das sind diese Tafeln. Kann sein. Hm. Mag nicht so ganz. Hier haben wir noch die eine Wand. Ah. Ein bisschen wegkloppen. Ja. Als hätten wir sonst nichts zu tun. Ja. Vielleicht hätten wir das mit dem Mehrfamilienhaus machen sollen. Ja, aber dann halt unten, ne? Wirklich komplett einmal genau. Das Fundament wegziehen. Das wäre schon mal. Aber wo hängt denn das dran? Also ich meine, das kann ja eigentlich... Ja, eigentlich nicht mehr sein. Nee, höchstens die Außenwände noch, aber das ist doch nicht so stabil. Ja, alles. Aber genau durch die Mitte, die muss auf jeden Fall schon mal runterkommen. Oh, okay, jetzt ist ordentlich was runtergekommen. Vielleicht liegt es dann doch nochmal an den Säulen. Da müssen die schon zwei Abstand haben. Oder die Türrahmen. Also ich habe gerade einen Türrahmen bei mir weggemacht. Ja, kann natürlich sein. Dann hängt es natürlich alles nur an den Türrahmen. Ja. Ganz wie in echt. Das kann echt sein, dass das vielleicht Tafeln sind. Ja.
Mal einstürzender Scheiß. Irgendwie, ich weiß nicht. Das mag nicht. Ja, da fällt jetzt wieder ein bisschen was runter. Aber es ist immer nur so häppchenweise. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass da wesentlich mehr runterkommen müsste. Ja, also ich glaube, da müssten wir noch ein bisschen was schlagen, damit das passiert. Oh ja, okay. Das sah schon besser aus. Das ist aber immer nur so irgendwie eine Reichweite von einem Block gefühlt. Genau, da fällt wieder ein bisschen was runter. Und es war wieder eine Zarge, okay. Genau, und jedes Mal, wenn du einen Block entfernst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal... Okay, jetzt war es ein bisschen mehr. Ja, jetzt waren es ja noch der andere Block. Moment. Machen wir den nochmal weg. Nochmal drei. Jetzt schätzt wieder ein bisschen was ein. Hallo, ich will wechseln auf die Eisenaxt, auf die Eisenpicke. Okay. Immer ein bisschen was. Ja, aber da haben wir schon mal... die Tafel mal wegkloppen, mal gucken, was dann passiert. Haben wir ja schon mal einen Einlass hier an für Frischluft. Ja, vor allem wird es mal kalt hier dran, den ganzen Schnee, der hier reinkommt. Würde es ja geil finden, wenn Schnee auch liegen bleiben würde, aber ja. Naja. Das fände ich cool. Okay. Na gut, wir sind auch schon wieder bei 32 Minuten. Wollen wir mal eine kleine Folge machen? Ja. Würde ich mal so sagen. Weiß gar nicht, was du... Fall. Ja, ich glaube schon. Musst du ja. Ganz kurz noch hier die vier Blöcke wegmachen. Ganz kurz. Die Zuschauer fragen sich wahrscheinlich schon, was machen die da überhaupt? Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, wir wissen es selber nicht. Wir wissen es davon, dass nicht. Wir versuchen, das Haus zum Einsatz zu bringen, aber... Oh, da war ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, aber... Ja. Ah, wenigstens kriegen wir hier Frischluft in der Schule, ne? Muss ja auch mal sein beim ganzen Lernen. Ja, sowieso so ein bisschen muffig hier. Alles klar, gut. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir bedanken uns fürs Einschalten und ja... Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Muss noch einkrachen hier. Nee, weiß nicht. Ich glaube nicht.